Das heutige Programm mit Konzerten, Sport- und Filmvorführungen sowie Japanisch-Schnupperkursen spiegelt das große Interesse junger Menschen in Siegburg an der japanischen Kultur wider. Und auch ihre Freundin Yusawa sind von der deutschen Kultur fasziniert und planen ein deutsches Essen sowie Konzerte mit Werken des Siegburger Komponisten Engelbert Humperdinck und des in Bonn geborenen Ludwig van Beethoven. Gerade in Zeiten begrenzter Reisemöglichkeiten sind solche kulturellen Veranstaltungen äußerst wertvoll. Und ich bin stolz, dass wir in Nordrhein-Westfalen die notwendigen Ressourcen und Unterstützerinnen und Unterstützer dafür haben. Denn unser Bundesland ist der Japan-Standort Nummer eins in Deutschland und einer der wichtigsten in Europa. In Nordrhein-Westfalen haben nicht nur mehr als 15.000 Japanerinnen und Japaner, sondern auch über 650 japanische Unternehmen ihre Heimat gefunden. Diese haben über 50.000 attraktive Arbeitsplätze geschaffen, auch für junge, gut ausgebildete Menschen wie Sie, liebe Schülerinnen und Schüler. Unsere wirtschaftlichen Beziehungen sind intensiv und robust. Vielleicht zieht es Sie aber später auch einmal beruflich nach Japan, der drittgrößten Volkswirtschaft weltweit, wo auch zahlreiche nordrhein-westfälische Unternehmen wie etwa Bayer, Henkel und Miele aktiv sind. Spätestens dann werden Ihnen die hart erarbeiteten Sprach- und Kulturkenntnisse sicherlich zugutekommen. Von daher möchte ich Sie ermutigen, lernen Sie weiter und gestalten Sie die Zukunft der Beziehung zwischen Nordrhein-Westfalen und Japan aktiv mit. Sie haben das Potenzial, den kulturellen Austausch sowie die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen unseren Ländern zu intensivieren und somit ein entscheidender Baustein im Fundament der deutsch-japanischen Freundschaft zu werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gäste, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen heutigen Japan-Tag Siegburg. Bleiben Sie gesund und alles Gute für die Zukunft. Arigato gozaimasu.